So, bitte wundern Sie sich nicht. Ich werde die Kamera selbst bedienen während den Aufnahmen und deswegen werde ich auch immer wieder näher an die Kamera gehen, um eben Einstellungen an der Kamera zu ändern, um bestmöglichst es zu visualisieren für Sie, wie sich unser Atem letztendlich verhält, wie er sich im Raum verteilt und was auch letztendlich die Maske daran sozusagen verändert oder wie dicht ist die Maske, wo strömen die Aerosole unter der Maske raus. Zuerst werde ich jetzt einmal umschalten, damit Sie sehen, so sieht jetzt, sage ich mal, das Büro der Hintergrund aus, umgeschalten auf die visuelle Kamera, jetzt wieder geändert auf die Infrarotkamera. Jetzt im Moment habe ich die Schwarz-Weiß-Skala aktiviert, deswegen sage ich mal das Schwarz-Weiß-Bild mit Weiß als heiß oder als wärmeren Bereich im Bild. Hier tut sich das menschliche Auge mit der Änderung im Bild am einfachsten. Man sieht jetzt schon, wenn ich hier ins Profil gehe, sehr schön im normalen Modus, wo sich die Kamera jetzt noch befindet, wie sich die Aerosole, der CO2-Gasstrom aus dem Mund im Prinzip verhält. Ich spreche jetzt noch normal in Zimmerlautstärke, also nicht irgendwie sozusagen auf einer Bühne vor Menschen. Wenn ich jetzt lauter spreche oder auch huste, entsprechend ergibt sich ein anderes Bild. Ich werde jetzt mal in den HSM-Modus umschalten. Hier haben wir nochmal ein wesentlich detaillierteres Bild auf, sage ich mal, die Änderungen im Bild, gerade was jetzt beispielsweise diese Gasströme angeht, sind nochmal wesentlich deutlicher. Auch das Husten sieht man hier sehr schön, wie sich die Aerosole im Raum verteilen. Ich ziehe jetzt live diese Maske auf, die ich Ihnen gerade eben gezeigt habe. So, wie Sie sehen, ist eine neue Maske. Dass Sie hier mit dem Draht entsprechend eng ansetzen, dass man hier sieht, sitzt sauber an. Jawohl. Ich schalte jetzt wieder um auf die Infrarot-Ansicht. Sind jetzt im HSM-Modus, wie gerade eben, starten wir mit der normalen Ansicht. Was kann man hier möglicherweise schon sehen? Ich sage mal, Zimmerlautstärke sprechen, lauter sprechen, husten. Und das Ganze natürlich jetzt auch nochmal in diesem HSM-Modus, was übrigens für High Sensitivity Mode steht. Jetzt spreche ich einfach ganz normal in Zimmerlautstärke. Auch hier in der Profilansicht, wie weit letztendlich der Atem auch geradeaus durch die Maske hindurch geht. Husten, lauter sprechen, genauso, dass Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie sich das CO2 oder generell unser Atem mit der Maske, wo strömt es aus, wie weit kommt es durch die Maske, der Luftstrom letztendlich, wie verändert er sich im Vergleich zu ohne Maske. Und das wollte ich Ihnen jetzt einfach mal zeigen. Ich hoffe, es war schon sehr interessant für Sie und wünsche Ihnen jetzt noch einen wunderbaren Tag.